die Leidenschaft ist für mich, ich würde dir sagen, beinahe das Wichtigste. Die Leidenschaft, die Wahrheit, die authentisch sein. Ich glaube, so ein Beruf, so ein Metier kannst du nur machen, wenn du Leidenschaft hast. Die Leidenschaft ist etwas, ja, was es ist wie die Luft. Es ist etwas, was du brauchst zum Leben. Also ich würde sagen, dass, wenn ich mich selber jetzt beschreiben würde, ich finde, dass ich ein sehr leidenschaftlicher Mensch bin, dass ich sehr gern, also ich genieße sehr gern und tue mir gern gute Dinge und versuche auch, ja, mein Leben zu genießen. Ja, also über mich kann ich auch nur sagen, ja, ich habe sehr viele Leidenschaften und bin eigentlich auch ein sehr genießerischer Mensch. Insofern, ja, passt das eigentlich auch gut zu unserem Lebensstil, glaube ich. Ja. Ja, auf alle Fälle gehört es zu der Musik dazu, dass man die Empfindungen zum Ausdruck bringt und natürlich auch die Leidenschaft. Tango ist eine sehr intime Tanz. Es gibt viel von Kommunikation, körperliche Kommunikation. Wenn du in ein Konzert gehst, glaube ich, solltest du nach Hause zurückkommen, anders, auf einer anderen Ebene, als die du hattest, wenn du ins Konzert gegangen bist. Es muss etwas passieren, du musst reicher werden. Und für mich ist das Wichtigste die Emotionen. Ne? Du brauchst auch nicht die Sprache zu verstehen. Aber wie gesagt, ein Konzert ist zu zweit gemacht. Du bist auf der Bühne, aber das Publikum macht mit. Wenn das Publikum nicht mitmacht, ist der Abend schief gegangen, was zum Glück nicht heute der Fall war, denn die Leute waren sehr warm und sehr begeistert und wir waren sehr, sehr glücklich darüber.
Was mir sehr besonders gut gefallen hat, waren die Passagen, die so ein bisschen an die alte Musik erinnert haben, diese höfische Musik. Da waren ein paar Lieder, die der Herr da gesungen hat, die mir sehr gut gefallen.